Hallo, hallo, guten Abend, liebe Gäste, liebe Freundinnen. Ich bin Ellen Harrington, die Direktorin des DFF, und ich freue mich sehr, Sie alle nach 3 Jahren wieder zu unserer Lobby Talk Reihe begrüßen zu dürfen. Und ich freue mich, dass wir ein volles Haus haben. So, herzlich willkommen. Okay. Vor der Pandemie hatten wir die Ehre, so beeindruckende Filmemacher wie Micha Haneke, Liv Ullmann und Wim Wenders für diese Gespräche gewinnen zu können. Und heute Abend ist es mir eine Ehre, mit Fatih Achen, einem großen zeitgenössischen deutschen Filmemacher, im DFF begrüßen zu dürfen. Seine Filme haben den Goldenen Bären der Berlinale, den Europäischen Filmpreis, den Golden Globe, das beste Drehbuch in Cannes und viele andere renominierte Preise gewonnen. Aber die Carte Blanche, die er für uns programmiert hat, zeigt nur einen seiner eigenen Filme und dann eine Tournee durch 10 Gangsterfilme, die er ausgewählt und zu denen er auch Videobotschaften gedreht hat. Ich freue mich auf diese großartige Filmreihe und bin besonders gespannt darauf, von Fatih Achen selbst etwas über seine Arbeit und seine Einflüsse zu erfahren. Ich danke den Freunden des DFF für die großzügige Unterstützung dieses Programms. Bitte begrüßen Sie mit mir Fatih Achen und natürlich unsere DFF-Scout Urspuri, der das Interview führen wird. Vielen Dank und viel Spaß. Fatih Achen, großen Applaus und Urspuri. Willkommen, lieber Fatih. Dein Applaus. Dankeschön. Nimm Platz, mein Lieber. Vielen Dank. Ja, schön, dass du hier bist. Wir haben es gerade schon gehört, Carte Blanche, das ist was ganz Besonderes. Einen Monat lang hast du unser Kino gekapert, quasi, mit Gangsterfilm 10 Stück. Und niemand war so schnell wie du. Damit würde ich gerne anfangen. Du hast mir nach 2 Tagen direkt die Liste mit diesen 10 Filmen gesagt. War dir das so klar, welche das sein müssen? Es war sehr schwierig, diese Auswahl zu treffen, weil ich hatte noch viel mehr Filme in petto eigentlich. Und das war so, es war am Ende fast so was wie so ein Losverfahren. So, okay, dass es jetzt diese 10 sind. So, da fielen mir noch ganz viele andere großartige Gangsterfilme ein. Zum Beispiel A Brighter Summer Day von Edward Young. Natürlich jetzt sowas wie Der Pate, vielleicht Teil 3 oder sowas, oder Scarface. Die haben wir jetzt nicht genommen, weil die natürlich auch sehr bekannt sind. Ich habe versucht, ein bisschen weniger bekannte Filme zu nehmen. Aber ich denke, die Cineasten kennen die natürlich alle. Aber es war natürlich ganz toll, weil es war für mich wie Auflegen. Auflegen mit Filmen. So. Ja, das machst du ja auch sehr gerne, DJ. Quasi, da reden wir auch noch drüber. Aber es war wir haben uns in Berlin getroffen, im Kino. Und dann habe ich dir gesagt, ja, Christian Petzold hat gerade eine Carte Blanche nur mit Liebesfilmen gemacht. Dann hast du gesagt, ah klar, dann mache ich Gangsterfilme. So, aber erklär uns mal, was ist deine Faszination für Gangsterfilme? Was macht den aus? Also die Filme, die mich, glaube ich, am meisten geprägt haben als Filmemacher oder als werdenden Filmemacher, waren eben so Gangsterfilme, vor allem von Scorsese und Coppola. Ja? Also so Filme wie, oder von Sergio Leone, Es war einmal in Amerika, Scarface, natürlich die Pate-Filme. Das waren so Sachen, die ich so gesehen habe mit 14, 15, 16, 17, 18, wieder und wieder und wieder, und das waren so Filme, über die ich viel gelesen habe, über die ich Schauspielerei entdeckt habe, Schauspielführung entdeckt habe, Method Acting entdeckt habe. Ich habe mich mit den Vorbildern dieser Vorbilder beschäftigt und bin da auf Elia Kazan und solche Leute gekommen. Also das war einfach ein sehr, es war halt auch so Jungskino natürlich, ne? So Männer in Anzügen, die andere Männer in Anzügen abknallen. So. Ab. Es war alles sehr faszinierend natürlich für einen Jugendlichen. Aber es war natürlich auch
die meisten dieser Filme hatten so eine rote Linie, und das waren, wenn es amerikanische Filme waren, dass all diese Figuren Hintergründe hatten, ethnische Hintergründe hatten, die jetzt nicht das weiße angelsächsische Mainstream, protestantische Mainstream-Amerika widerspielen, sondern es waren so Italo-Amerikaner, Afro-Amerikaner oder Latinos. So, also es waren immer Leute mit einem Hintergrund, sprich Leute wie meine Wenigkeit. Das bot natürlich eine andere Form der Identifikation, als jetzt es rein als Publikum zu sehen. Das kenne ich. Und dann bin ich ja auch in einer Nachbarschaft aufgewachsen, die, würde man sagen, heute so als sozialer Brennpunkt gilt. In der Hip-Hop-Sprache wäre das so das Ghetto. So. Da bin ich halt aufgewachsen, und Kriminalität war etwas, was ich eben nicht nur aus dem Kino und aus dem Fernsehen kannte, sondern das war etwas, was ich aus der Nachbarschaft kannte und beobachtet habe. Und auch deswegen haben diese Filme eine andere Identifikation, und natürlich auch die Regisseurinnen und Regisseure selbst, die diese Hintergründe haben. Und das hat mir eigentlich, also diese drei Identifikationsmöglichkeiten haben mich dazu ermutigt, auch ja, Filmemacher zu werden. Du hast auch mal gesagt, also das war quasi so der Weg zum Filmemacher, dass du eben nicht selber zum Gangster vielleicht wurdest. Ist das sowas, dass Film da so eine Kanalisierung für dich war, also um da alle Energie reinzubündeln? Es waren auch meine Eltern, ja, also okay. Also das auf jeden Fall. Also guck mal, wenn ich jetzt sage meine Eltern, ne, also mein Bruder und ich waren Schlüsselkinder, weil meine Eltern waren beide arbeitstätig, und meine Mutter hat mir sehr früh eine Bücherhallenkarte besorgt, und die wollte dann halt, dass ich dann nach der Schule kann ich dann zur Bücherhalle gehen und mir Bücher ausleihen und somit dann halt meine Zeit alleine vertreiben. Das war noch vor Internet, und es war sogar eine Zeit vor Fernsehen, weil bis um, ich glaube, 1, 2, 3 Uhr lief gar kein Fernsehen. Da gab es nur so Testbildformate oder sowas. Die Bücher, die ich mir geliehen habe, waren meistens Filmbücher, Bücher über Film. Also somit habe ich halt über Film gelesen, schon bevor ich die Filme, über die ich da gelesen habe, gesehen habe. Ne? Also, du hast mal gesagt, du hast das komplette Werk von Polanski zuerst gelesen und dann gesehen. Richtig. Das heißt, du studierst auch Filme, richtig? Das sagst du auch in den Videobotschaften. Also du hast zum Beispiel einen Film ausgewählt, um mal die so immer peu à peu einfließen zu lassen. Blood in, Blood out. Den hast du so oft geguckt, um kurz und schmerzlos deinen ersten Langen dann auch ein bisschen in diesem Stil vielleicht so anzulegen. Magst du uns erzählen, wie sowas funktioniert, wenn du dir einen solchen Film anschaust und wie das dann in so dein eigenes Drehbuchschreiben übergeht? Es hat natürlich immer mit der Zeit zu tun, wann ich was gucke. Und bei Blood In, Blood Out, der ja von Anfang der 90er Jahre ist, ich glaube, der ist von 91, das war... 93, Entschuldigung. Ne, 93. Und 93 war die Zeit, wo ich Kurz und Schmerzlos geschrieben habe. Also ich habe den ersten Entwurf von Kurz und Schmerzlos während des Schulunterrichts ja, beim Religionsunterricht vorzugsweise. Das war immer sehr langweilig. So, und da habe ich dann so per Hand dann so mein Drehbuch unterm Tisch geschrieben. Und Blood In, Blood Out war der Film, der gerade im Ghetto so der größte Film war. Der war wirklich wichtig. Und der Film, wenn man jetzt so Blood In, Blood Out und Kurz und Schmerzlos hintereinander wegsehen würde, würde man sehr viele Parallelen entdecken. Also ich empfehle mal so ein Double Feature von Blood In, Blood Out und Kurz und Schmerzlos. Also weil du hast halt diese Konstellation von drei Freunden eben. Ne? Das, ich weiß nicht, ob jetzt... Ich hatte halt auch zwei beste Freunde, gibt es eigentlich immer noch. Und einer ist halt Jugo und einer ist halt Grieche. So, und das ist so in Kurz und Schmerzlos eingeflossen. Aber Blood In, Blood Out mit seinen drei Freunden hat mich eigentlich nur ermutigt, das so über diese drei eben, oder über uns drei zu machen. Es funktioniert brillant. Ich habe das genau gemacht, die beiden mal hintereinander geschaut. Also lohnt sich sehr, erst Blood In, Blood Out bei uns im Kino zu schauen und dann zu Hause nochmal in Kurz und Schmerzlos. Apropos Freunde. Ich finde, du hast einen wunderschönen Satz in Interviews öfter mal gesagt. Denn du sagst, gute Filme sind für dich wie Freunde.
die dich nicht loslassen und die dir irgendwelche Gefühle auslösen. Magst du diesen Satz mal nochmal erklären? Was bedeutet, dass Filme sind wie Freunde? Ja, also so, ich meine, ich habe auch Freunde, auch gute, so, aber die, also Film, Literatur, Bücher und natürlich Schallplatten, das waren eigentlich immer, ja, das waren wie Freunde. Es war halt so, man hat so eine Korrespondenz mit denen, so, ne? Und das will ich eigentlich auch machen. So, das ist eigentlich so mein Hauptziel mit, wenn ich Filme mache, so, dass ich hoffe, dass meine Filme auch Freunde sind für andere Zuschauer da draußen. Ich finde, das gelingt dir immer wieder ganz großartig. Jetzt auch bei Rheingold gerade haben wir es gemerkt, wie du da Säle füllst mit Menschen, die vielleicht im Kino abhanden gekommen sind. Das finde ich wirklich klasse. Also da eine kleine Anekdote, ich war beim Filmfestival in Köln, da war eigentlich nur ein Saal gebucht und der war so schnell ausverkauft, dass dann spontan noch zwei weitere Säle gebucht werden müssen. Wo gibt's das sonst noch? Bei welchen Filmen? Also das finde ich ist auch mal ein Applaus wert, was du für Rheingold gerade geschafft hast. Vielen, vielen Dank dir. Kommen wir zum Thema Musik, weil du hast natürlich gesagt, ja, du hast wahrscheinlich sogar mehr Schallplatten als Filme zu Hause. Ja, es gleicht sich so aus. Okay. 2000 auf beiden. Ja, das ist nicht schlecht. Mehr oder weniger. Schauen Sie in die Videobotschaften rein, da sehen Sie eines der Regale. Das ist sehr, sehr interessant. Du hast Filme ausgewählt, die auch mit Musik natürlich ganz viel zu tun haben. Einer, der über alles da steht, den ich nochmal sehr genossen habe, auch nochmal neu zu schauen, das ist New Jack City von Mario Van Peebles. Und das ist mit Wesley Snipes, mit Ice-T und dem jungen Chris Rock ein Film, der einen weghaut, der eine Wucht hat. Und die Musik ist natürlich unvergleichlich. Magst du uns erzählen, was dir dieser Film bedeutet, dass er hier in der Carte Blanche läuft? Ich habe den Film vor kurzem wieder gesehen als Recherche zu Rheingold eben, weil New Jack City, und ich glaube, der ist aber von 91, oder? Ja, richtig. Okay. Dankeschön. 1991 war ein sehr wichtiges Jahr für meine Beziehung zu Hip-Hop. So, ne? Also Hip-Hop war Anfang der 90er Jahre ja noch ein relativ junges Medium, ja, und ich glaube, so 91 kam so, oder in so 90, 91 kamen so sehr wichtige Schallplatten so raus, also so Sachen von De La Soul kamen da, ich glaube, 90, und es gibt so eine Platte von Public Enemy, die heißt Fear of a Black Planet, so, das ist so die beste Platte von Public Enemy. Ich glaube, die Original Gangster von Ice-T kam in der Zeit, und 1991 war ich 16, 17 und ich war in dem perfekten Alter, so, weil für urbane Street Knowledge. So, NWA kam, glaube ich, 1992. Ne? Egal, also diese Jahre. Und Ice-T war für mich ein Held schon seit 1988, seit der Power. Ne, Power war eine Platte, die ich tatsächlich 1988 schon gekauft hatte. Also ich kannte den sehr gut, Ice-T. Ne? Das war einer der allerersten Hip-Hop-Artists, die ich verfolgt habe. Und Hip-Hop damals war ja auch schon Gangster-Rap, so, aber es waren ja immer, also viel klarer, es waren ja so Nachrichten aus Los Angeles, aber nicht die Nachrichten, die du im Radio oder im Fernsehen siehst, sondern Nachrichten, die du eben nur auf Vinyl mitkriegst. So, ne? So Berichte von der Straße, Berichte über das Drogenverkaufen und sowas, ne? Berichte über Kriminalität. Und das war für mich doch sehr wichtig und authentisch. Und es war halt so ein urbanes Kulturding, was wirklich maßgeschneidert für mich bin. Ich bin halt Türke in Deutschland oder Deutsch-Türke oder was auch immer. In Amerika bin ich weiß, ich bin nicht schwarz. So null, no way. So, aber trotzdem hat das eben diesen Hintergrund zu haben und dann halt auch mit so Begegnungen wie früher Ausländer raus, Kanaken raus und so, hat natürlich einem eine Identifikation mit dieser Musik noch mehr gegeben als mit der Musik von Rick Astley oder so, ja. und New Jack City ist eben der Film, der ein Gangsterfilm und Hip-Hop-Musik mit am besten verknüpft hat, ist das beste Beispiel. Und als ich den Rheingold gemacht habe,
so die Möglichkeit hatte, Rheingold zu machen, dann waren meine Vorbilder, ja, okay, ich feiere Haftbefehl und so, alles klar, 069, ist schon okay, so, aber so die Vorbilder, die ich da eigentlich hatte, waren so New Jack City, so, ne, und also Rheingold ist auch ein Tribut an New Jack City und ich bin sehr froh und sehr glücklich, dass der Film in diese Carte Blanche geschafft hat. Es lohnt sich sehr, ihn unten im Kino zu schauen. Also gucken Sie rein, den ganzen Monat über zeigen wir diese Filme und davor gibt es eben diese tollen Videobotschaften. Übrigens aufgenommen von deiner Tochter, deiner Kleinen. Bei manchen hört man noch, wie sie Action oder Cut sagt, finde ich super. Ist das sowas, dass du die Family auch ein bisschen mit reinziehst? Deine Frau ist ja auch Casterin. Ich brauchte jemanden, der es filmt und da waren nur die Kleine da. Also habe ich gesagt, mach das für euch. Fand ich richtig klasse. Apropos Amerika, apropos New York, du hast von diesen 10 Filmen 5 aus den USA ausgewählt, was ich sehr interessant fand. By the way, keinen deutschen Film. Aber sag mal noch was, ist das so ein bisschen auch das Ding, gerade die 5 frühesten der 10 sind aus den USA. War das deine Prägung, war das dein Zugang eben zum Kino, das war das Hollywood-Kino? Ja, muss ich halt so sagen. Ne? Dass, ich bin halt in den 70ern geboren, aber in den 80ern wirklich so sozialisiert. Und also neben dem türkischen und neben dem Hongkong-Kino war das Kino, was mich am meisten einfach auch geprägt hat, eben das amerikanische Kino. Das ist es heute eigentlich immer noch. Also ich versuche Kino aus der ganzen Welt zu gucken und zu reflektieren und zu verarbeiten. Und das interessiert mich halt auch, was überall auf der Welt passiert. Aber das, was mir halt so, wo ich halt gelernt habe, Filme zu gucken und zu machen und wo ich am meisten darüber gelesen habe, ist nun mal das amerikanische Kino. Dagegen kann ich mich wehren und das ist dann vielleicht nicht so sophisticated, aber es ist einfach so. Und dazu muss ich dann halt auch leider stehen. So, ne? Ja, das heißt leider. Du hast einen ganz tollen Film von Woody Allen auch ausgewählt, Bullets Over Broadway. Das ist quasi die Welt zwischen dem Theater und dem Mob auf der Straße und wie das dann so ineinander geht. Und am Ende ist es der Gangster, der das Stück verändert, weil er den größten Durchblick hat. Ganz sensationell, auch lustiger Film. Aber auch ganz stark diese New Yorker, dieser Vibe von dieser Stadt, der da drin ist. Und ich glaube, da ist so eine Faszination von dir, weil New York wird schon sehr exponiert in diesen Filmen teilweise dargestellt. Na, ich wollte unbedingt eine Komödie auch dabei haben. Und ich hatte überlegt zwischen Asso mit Adriano Celentano. Auch toll. Und Bullets Over Broadway. Und ich finde dann doch Bullets Over Broadway persönlich den lustigeren Film. Der Pitch ist einfach einmalig. So, ne? So, der Pitch ist einfach da. So ein erfolgloser Theaterautor und der versucht, sein Stück auf die Bühne zu kriegen und da braucht einen so einen Investor und wen findet er? Einen Gangster. Und der Gangster sagt, okay, ich finanziere dein Stück unter einer Bedingung, du besetzt meine Freundin. Die untalentiert ist. Ne? Und die schlechteste Schauspielerin ist. Und die Schauspielerin bringt dann quasi halt, oder der Gangsterboss, der seine Freundin da hinschickt, engagiert noch einen Bodyguard. Und der Bodyguard ist der bessere Autor als der wirkliche Autor. So. Und der sieht, wie sein Stück ruiniert wird von der Schauspielerin, die er beschützen soll. Und den Rest könnt ihr im Kino gucken. Das ist so großartig. Also danke, dass du diesen Film ausgewählt hast. Kann man gerne klatschen. Absolut. High Concept, das ist halt absolut. Also besser kann man ihn nicht pitchen. du hast auch einen Film von Martin Scorsese ausgewählt. Das ist einer der quasi ganz großen Gangster-Filmregisseure. Du hast ganz viele Filme genannt, auch in deinen Videobotschaften, die dir wichtig sind, die du aber ausgelassen hast, weil du hast dich für Casino entschieden mit Robert De Niro und Joe Pesci in den Hauptrollen in Las Vegas. Robert De Niro muss ein Casino, das im Rahmen der Mafia betrieben wird, übernehmen und Joe Pesci rastet nebenbei aus. Das ist ein Film, der vielleicht so ein bisschen unterm Radar ist, hast du auch selber gesagt. Warum bedeutet dir Casino so viel? Naja, es ist so wie bestimmte Platten von Prince, ne? Also so, dass du, also so alle Welt feiert Purple Rain und alle Welt feiert Goodfellas und Goodfellas ist großartig, aber so bestimmte Platten, die Prince gemacht hat, viel später nach Purple Rain, sowas wie Rainbow Children, das kennen die meisten gar nicht und ich finde, es ist die bessere Platte und mit Casino ist es, ich finde es schwer, bei Filmen zu sagen von gewissen Regisseuren, das ist besser als das. So, es sind alles die Kinder von Scorsese. So, und
Und meistens stehen die Filme immer so in Verhältnis zueinander und so. Und Goodfellas ist eben der berühmteste der Gangsterfilme. Ich hätte eigentlich auch Mean Streets nehmen können und auch Goodfellas nehmen können. Mean Streets war der Film, der mir eigentlich auch beigebracht hat, wie ich die Kamera zu positionieren habe bei Kurz und Schmerzlos. Das war eigentlich der wichtigste Film für mich, bevor ich Kurz und Schmerzlos gemacht habe. So war Mean Streets, weil okay, so mache ich es. Es ist ein kleines Fernsehspiel, wir haben kaum Geld. Und wie mache ich es? Ich habe nicht das Können von Mathieu Kassovitz, wie er La Haine gefilmt hat. Also ich habe dieses visuelle Denken nicht oder noch nicht gehabt. So, aber wie Scorsese Mean Streets gedacht hat, das konnte ich nachempfinden. Und jetzt habe ich mich aber für Casino entschieden, weil der Film doch der kälteste von all den Filmen ist. Es ist der härteste von all den Filmen und der erbarmungsloseste. Und ich glaube, so, wenn man so real Gangster, denn wenn man denen so nahe kommen will, wenn man sie authentisch erzählen will, dann muss man es, glaube ich, so kalt und so brutal wie irgend möglich machen. Und das repräsentiert eben Casino. Was in diesem Film auch ganz toll ist, dass man wirklich mit Robert De Niro als dem guten Gangster oder dem ehrbaren Gangster eher total mitfiebert und Joe Pesci ist halt der Böse und dass es aber dann sich irgendwie so verschwimmt. Also dass natürlich auch Robert De Niro ziemlich krasse Sachen macht. Dieses Gefühl, dass es eben nicht nur schwarz und weiß, nicht nur gut und böse gibt, das ist so ein Kennzeichen auch von diesen Gangsterfilmen, die du ausgewählt hast. Ja, natürlich. So, ne? Also so das ist ja auch bei Rheingold so, ne? Also so das ist so, es gibt eben nicht wirklich die Guten in dieser Welt. So, also sie machen dann und wann was Gutes. So, es gibt diesen berühmten Moment bei Scarface, also so, du hast da halt ein Arschloch, den du irgendwie 160 Minuten siehst, wie er so Arschlochtum abzieht. Und dann ist er irgendwann mal so richtig in Problemen und das Einzige, was ihm da raushelfen kann, ist ein Mord an einen Politiker. Und dieser Politiker hat aber seine beiden Kinder dabei. Und dann macht er einmal was Gutes und er zieht diesen Mord eben nicht durch, um diese Kinder zu retten. Ne? So, wie heißt das im Drehbuchjargon? Save the cat. Er rettet die Katze, um dem Publikum näher zu sein, relativ spät im Film. Und dafür wird er dann umgebracht. So, ne? Also, ja. Bei Casino ist das Großartige, was ihn auch nochmal unterscheidet von sowas wie Goodfellas oder Mean Streets, diese Shakespeare-hafte Ebene. Es ist diese Dreiecksgeschichte. Also De Niros Figur liebt die Figur der Sharon Stone, die eine ehemalige Prostituierte ist, die ihren ehemaligen Zuhälter James Woods liebt. So, und er ist für sie eine Bank, er ist für sie Geld. James Woods sagt auch zu Sharon Stone, bleib mal mit der De Niro-Figur zusammen, weil der hat das Geld. So, aber sie gibt ihm, De Niro, nie seine Liebe. Und das macht es so tragisch. Und dieses Opernhafte von Casino, das hebt ihn auch nochmal ab von den anderen Gangsterfilmen von Scorsese. Und das ist ganz großartig, dass wir den jetzt wiedersehen dürfen, dank dir. Ich habe mehrere Anschlussfragen. Also Thema Geld ist etwas, fast alle diese Filme handeln in irgendeiner Weise davon, dass sie nach Geld gieren, dass es immer mehr werden muss. Und natürlich gibt es irgendwann den Punkt, wo das dann wieder kippt. Und da habe ich dann mir gedacht, das ist vielleicht auch so ein bisschen die Frage, gar nicht so unähnlich zum Filmemachen, oder? Es geht ja auch darum, du brauchst Riesenbudgets und das Ziel ist, möglichst schnell zu kriegen, ist aber gar nicht so einfach. Siehst du da auch, also dass das Kunstmachen irgendwann da so ja, ein bisschen in Gefahr gerät, wenn man immer sich mehr um Geld drehen muss? Wir hatten es vorhin auch schon Thema Filmförderung. Es ist wie Taoismus, man muss die Balance finden, so. Also irgendwie am Ende des Tages, weil Filme werden zu nichts anderem zu filmen als durch Geld. So ist so. Habe ich jetzt auch wieder bei Rheingold gemerkt, weil es war viel zu wenig Geld, aber trotzdem hatte ich immerhin 10 Millionen. So, statt 18, die du gebraucht hättest. Statt 18, die ich gebraucht habe, aber statt 8, was mir Netflix angeboten hat. Deswegen habe ich den Film mit Warner gemacht. So, ne? Und ich hatte Gott sei Dank denn das Geld, denn so einen gewissen Anspruch so zu erledigen. Das hat mir nicht gefallen, also dreh es nochmal. Das ist die Möglichkeit, die du mit Geld hast. Du kannst die Sachen dann auch notfalls nochmal drehen. Also alles, was ein künstlerischer Kompromiss ist, weil man die Kohle hat, macht es nicht immer besser. Es macht es manchmal besser, aber nicht immer. Mehr Geld bringt Freiheit, aber auch Unfreiheit, weil mehr Leute mitreden. Ja, und am Ende sind Gangsterfilme
halt Filme über Kapitalismus. Ne? Also so, es sind kapitalismuskritische Filme. So, ne? Das sind Gangsterfilme auch. So. Sehr gut. Zweites Ding, weil du Scarface angesprochen hast. Ich habe mal in der Vorbereitung die große Freude gehabt, mal alle 10 Filme mehr oder weniger ineinander anzuschauen, die du ausgewählt hast. Und in 3 oder sogar 4 dieser Filme reden die Figuren über Tony Montana von Scarface und bewundern ihn quasi als eine Art Vorbild, als ein Hero. Und generell, es wird in all diesen Filmen Kino geschaut. Also da sitzen ganz viele Leute oder Theater oder Fernsehen. Es spielt immer eine Rolle, Filme zu schauen, auch in irgendeiner Weise. Ist das was, wo du sagst, ja, das spricht dich auch an? Also ist das ein Motiv, das jetzt nicht zufällig bei dir so oft vorkommt in dieser Carte Blanche? Ja, natürlich. So, aber wenn du die Geschichte vom Gangsterfilm allgemein siehst, handelt sie immer auch vom Liebe zum Kino. Also wenn wir jetzt mal so das Werk man nehmen von Melville oder so, ja, der auch viele berühmte Gangsterfilme gemacht hat, der war aber sehr stark auch geprägt, wie ich, vom amerikanischen Kino. Also was Melville ist ja, glaube ich, nicht im Ghetto aufgewachsen und Melville war ja auch nicht Kenneck und er war ja auch nicht in Gangfights dabei. Melville hatte die Liebe zum Kino. So, ne? Und was er denn macht in seinen Filmen, ja, ist dann halt immer so das Adaptieren des amerikanischen Kinos in die französische Kultur. So, das ist Melville. Was Sergio Leone gemacht hat, also wenn wir jetzt mal sagen, im weitesten Sinne sind Western auch Gangsterfilme, weil es sind so historische Gangster irgendwie. Ja? So, die Filme, die Sergio Leone gemacht hat, die Liebe, die er aufgebracht hat, ist ja die Liebe Western gegenüber. Also auch er zitiert ja eigentlich ein Kino, was dann halt so, ja, den Western nochmal italienisch adaptiert. So, und was ich mache, ist ein bisschen mehr als nur das, weil, wie anfangs gesagt, ist halt auch eine Reflexion und eine Identifikation meiner eigenen Nachbarschaft und meiner eigenen Geschichte und Hintergrund. So, aber ja, es hat auch immer mit, ist auch gleichzeitig die Reflexion meines persönlichen Kinos, ja. Und Gangsterfilme wie Western haben eine Gemeinsamkeit, es geht immer um alles. Es geht um Leben und Tod. Dadurch ist die Fallhöhe natürlich auch riesig, weil man weiß, es kann eigentlich nichts dazwischen geben, wie es endet. Ich glaube, das macht auch viel von dieser Spannung und dem Reiz dieser Filme aus. Ja, und die guten Western, die mir jetzt so einfallen, jetzt so gerade so Dinger von Leone, die heißen dann ja auch so, für eine Handvoll Dollar oder für ein paar Dollar mehr. Bei The Good, The Bad and The Ugly geht es ja um diese Kiste voller Gold. Übrigens auch ein Rheingold-Verweis. Ne? Also auch diese Filme handeln irgendwie vom Kapitalismus. Ich finde das ganz spannend, auch dass du immer diese Querverbindungen aufmachst zu deinem Werk, auch in den Videobotschaften übrigens, da lernt man richtig viel, auch wie du Filme guckst. Ich möchte auch noch eine Bemerkung machen. Mir ist aufgefallen, 7 dieser 10 Filme, die du ausgewählt hast, sind länger als 2 Stunden und 3 sogar länger als 3 Stunden und einer ist dann sogar ein Epos, kann man wirklich sagen, 5 Stunden 20 aus Indien. Kein klassisches Bollywood, heißt Gangs of Vashipur und das ist ein richtiges Erlebnis. Also ich dachte zuerst, okay, was erwartet mich da? Ich kannte das gar nicht und dann habe ich ein Meisterwerk gesehen, so quasi The Godfather of Indisch. Magst du erzählen, du hast ein besonderes Erlebnis auch mit diesem Film gehabt, ne? Also der Regisseur Anurag Kashyap ist inzwischen ein Freund von mir und der ist so ein bisschen vielleicht, wenn man das überhaupt vergleichen kann, so vielleicht so eine Figur wie ich hier ist er in Indien. So, ne? Also er ist auch Produzent und er ist auch Autor und er tummelt sich in verschiedenen Genres rum. Wenn man sich sein Werk anguckt, da ist auch ein Film nicht wie der andere, sondern der ist sehr flexibel, der Mann. Und wir sind so über die Jahre Freunde geworden. Der erste Film, den ich von ihm gesehen habe, war ein Film, der heißt Black Friday. So ein politischer Thriller ist das, über die Mumbai-Massaker. Und dann hat er dieses Teil dahin gelegt. Er hat das in Hamburg mal persönlich vorgestellt, so in so ein Doppelfeature. Er hat so beide Filme hintereinander gezeigt und ich war dann eingeladen, ich war dann da. Und das hat meine Sicht auf das Kino nochmal vollkommen neu aufgewirbelt, weil
dieses, also so Kino ist so, so was Kollektives, nicht? Also so, das macht Kino aus. Es ist nicht unbedingt das Zeug groß zu gucken, das kannst du alleine zu Hause groß gucken, sondern du guckst es mit vielen, vielen Leuten gemeinsam. Leuten, die du nicht kennst, erlebst du aber ein gemeinsames Erlebnis. Und dieses kollektive Gucken, das macht Kino aus. Und in einem Land wie Indien ist diese Kinokultur noch sehr viel präsenter als bei uns. So, also da sind immer Sachen ausverkauft und da gehen dann immer ganze Familien rein und das sind dann immer so Events und Leute brüllen in die Filme rein und Leute tanzen während des Films und singen während des Films. So, und sowas wollte ich auch immer machen. Das möchte ich machen, dass Filme interagieren. Lebendig sind. Ja, dass sie aus dieser Zweidimensionalität eben raustreten. So, und ich meine nicht durch eine dreidimensionelle Brille, sondern dass sie einfach so was Kollektives erschaffen. Und das gucke ich mir ab beim indischen Kino. Und obwohl es kein Bollywood-Film ist, den Anurag Kashyap da gemacht hat mit Gangs of Vaishnapur, benutzt er eben Elemente aus dem Bollywood. Und das finde ich sehr bewundernswert. Und, genau, man baut sie in die Story ein, ohne dass sie Fremdkörper sind, also die Tanzszenen oder Gesangsszenen. Das ist richtig klasse. Wir zeigen den auch wirklich genauso, wie du ihn gesehen hast, hintereinander weg, mit einer Pause dazwischen. Und alles übrigens hier in Originalsprache mit Untertiteln und teilweise 35 mm freuen wir uns sehr, dass das möglich ist. Du hast Filme ausgewählt, die aber auch in deiner Frühphase prägend waren. Für dich den letzten Amerikaner, den ich noch hier mit ins Spiel bringen will. Von 1979, The Warriors von Walter Hill. Eine Regiegröße, Legende kann man wirklich sagen. Und das ist ein, wie du sagst, Gangfilm, nicht Gangsterfilm. Aber der hat dich extrem geprägt, weil du hast ihn sehr früh im Kino gesehen. Das war wahrscheinlich auch... Nee, ich habe ihn auf VHS gesehen. Ah, VHS. Ich habe ihn auf VHS gesehen. Okay, aber es war ein Erlebnis, diesen Film zu sehen, weil er hat euch und euer Leben komplett beeinflusst als Jugendliche. Ich sagte, wie ich Warriors gesehen habe. Da gab es so einen Typen bei uns in der Nachbarschaft. Ich glaube, er hieß Genghis oder so. Ne? Und Genghis hat so ein eigenes Home-Video-Geschäft entwickelt. So, der hatte irgendwie ganz viele Raubkopien von Filmen. Und dann ging man zu Genghis und musste dann immer 2 Mark damals bezahlen. So, man hat dann so 2 Mark bezahlt und es war dann Eintritt und dann saß man bei Genghis auf der Couch so und dann gab es dann immer Filme, die man sich angucken konnte und Genghis hatte dann halt auch eine Frau, eine deutsche Frau und die hat dann, wenn man will, auch Pommes für einen gemacht, Backofen-Pommes und das war dann immer nochmal 2 Mark extra. So, oh, ist das klasse. Und so habe ich zum ersten Mal The Warriors gesehen. Wow. Bei Genghis im Heimkino. Aber weil uns das so sehr gefallen hat, haben wir das wieder und wieder und wieder gesehen. Also Genghis hat bestimmt heute ein Haus im Bodrum oder so mit dem Geld, was wir ihm für The Warriors bezahlt haben. Wenn wir schon in dieser Phase deines Lebens sind, da muss ich noch mal eins vorne dran ansetzen, weil du hast oft auch schon erzählt, wie deine Kinoleidenschaft losging. Du hattest einen Cousin, der zu Hause ein Super 8-Gerät hatte. Und erzähl die Geschichte einfach mal nochmal. Ja, das war mein Cousin Hikmet. Hikmet hatte als Kind einen Autounfall in den 70er Jahren. Und damals gab es noch keine VHS-Player. So Ende der 70er Jahre. Und weil er dann immer viel so zu Hause sein musste, wegen seinem Unfall, haben seine Eltern ihn, also meine Tante, die Schwester meines Vaters, die haben ihm einen Super 8-Projektor geschenkt. Und der hatte dann halt so Filmrollen, Super 8-Rollen. Und was damals viel verkauft worden ist, weiß ich noch, von der UFA, waren Bruce Lee-Filme. Und wenn man so einen Bruce Lee-Film gucken wollte, dann musste man so 5 Rollen oder sowas kaufen, a 20 Minuten. Und er hatte eben die erste Rolle, das war der erste Film, den er hatte, die erste Rolle von dem Film, der heißt auf Deutsch Todesgrüße aus Shanghai. The Chinese Connection auf Englisch. Und ich war 5 oder 6 und dann haben wir halt immer Heimkino gemacht, also es wurde alles so Er war ja ein bisschen älter als ich, Hikmet, und mein Bruder ist ja auch älter. Mein Bruder und Hikmet sind so mehr oder weniger gleich alt. Ich war halt so der Jüngste. Und dann hat man dann immer so die Gardinen zugezogen, so Rollos zugezogen und hat dann so auf so einem Schrank oder auf so eine Rauchfasertapete so das so projiziert, Bruce Lee. Und die ersten 15 Minuten von Todesgrüße aus Shanghai,
Das waren die Filmgötter, die mich geküsst haben mit 5. Also ich weiß vor allem über die ersten 15 Minuten alles, jeden Move, jede Kamerabewegung, jede Farbe, jedes Geräusch. Und es ist nicht nur die Faszination, wie Bruce den Leuten so wunderbar choreografiert, wie er sie alle verprügelt, Martial Arts mäßig, es ist auch, wie es gefilmt ist. Es sind auch die Farben, es ist auch das Kostüm, es ist ein historischer Film, weil er spielt in den 30er Jahren in Shanghai. Es ist vor allem die Musik. Ich habe ewig lange nach dieser Schallplatte gesucht. Ja, die Schallplatte zu dem Soundtrack von The Chinese Connection. Und das Beste war aber, und das habe ich eben noch nie gesehen, das siehst du auch nicht im Fernsehen, wenn der Film zu Ende war, dann musste man den Film zurückspulen. Und das kannst du natürlich mit Bild machen. Und dann habe ich das Ganze rückwärts gesehen. So, heute siehst du das bei Tenet. Tenet hat das gemacht, diese Hauerei rückwärts. Aber ich habe das vor Tenet schon gesehen, in den 70er Jahren, wie Bruce Lee seine Kicks rückwärts macht. Das war das Beste. Und das da war the shit. Und da fing die zum Kino an. Also das ist eine richtig tolle Initiationsgeschichte, lieber Fertig. Ja, ich frage mich natürlich, warum kein Bruce Lee-Film hier? Ich habe noch eine andere Retrospektive in Freiburg. Da läuft The Chinese Connection. Verstehe. Ich musste mich entscheiden. Okay. Dafür habt ihr Eşkıya. Ihr habt Eşkıya. Genau, lass uns direkt über den reden. Das ist vielleicht der erfolgreichste türkische Film in Deutschland gewesen, zumindest in den 90ern. Das türkische Kino war eher in der Krise und dann kam dieser Film über einen alten Gauner, der 35 Jahre im Knast war und jetzt rauskommt und die Welt ist eine komplett andere. Sein Heimatdorf ist weg und sein bester Freund ist mit seiner Frau abgehauen und hat ihn damals auch noch verraten. Quasi die Grundgeschichte für eine Riesensaga. Und dieser Film mit einem furiosen Finale, das man im Kino sehen muss, ist wirklich ein Geschenk. Magst du uns erzählen, wie hast du den damals aufgenommen, dass türkisches Kino in dieser Form auch möglich war? Eşkıya ist von 1996 und ich habe damals, glaube ich, den Kurzfilm Getürk gemacht, meinen zweiten Kurzfilm. Und der spielt in der Türkei und ist auch ein kleiner Gangsterfilm, so ein Mini-Gangsterfilm. Und das war so meine allererste Begegnung filmmäßig mit der Türkei, eben in das Land meiner Eltern zu reisen und eben nicht Urlaub zu machen und Ferien zu sein und der Deutsch-Türke zu sein, der Almancı zu sein, so und der Außenseiter zu sein, sondern es war wirklich, ich komme als Filmschaffender und ich arbeite mit Leuten, die dort leben. Und die Crew, die ich hatte, die kamen gerade alle von Eşkıya. So, ne? Und die haben mir halt erzählt, da kommt jetzt ein Film und das wird ganz toll. Und das Kino war damals so ähnlich wie das deutsche Kino vor Katja von Garnier vielleicht oder vor Der bewegte Mann vielleicht, ne? So zu einer ähnlichen Zeit, war das türkische Kino auch in der Krise. Es wurde kaum noch produziert, niemand hat es gesehen, es waren so Wannabe-Kunstfilme, so ähnlich wie hier, so in Deutschland vor diesen Beziehungskomödien eben. Und dann kam Eşkıya und war so ein Straßenfeger und hat das Kino von Yılmaz Güney zitiert, ne? Also bei Eşkıya, bei Yavuz Turgul, dem Regisseur, geht es immer irgendwie um Migration. Also so wie Leute aus dem nicht so entwickelten Osten, so, wo es an Infrastruktur und sowas fehlt und an Bildung fehlt, dass die dann in die Großstadt meistens nach Istanbul kommen und die Schicksale davon. Das ist eigentlich so das Thema, was die Arbeit von Yavuz Turgul durchzieht. Und als ich dann Eşkıya eben gesehen habe, 1996 oder 97 im Kino, die Konstantin war so freundlich und hat den Film herausgebracht. Übrigens war der Typ, der Eşkıya entdeckt hat für Deutschland, Hermann Weigel. Der war damals Filmkäufer bei der Konstantin und der ist heute mein Producer, so einer meiner kreativen Produzenten. Und als ich das denn gesehen habe, war das natürlich alles Türkische in mir, hat der Film so alle Akkorde, so wang, einmal angespielt. Also so, das war so ein Echo, das so zu sehen. Und es war so ein ganz anderes Kino, was sich überhaupt nicht fürchtet vor großen Gefühlen oder sowas. Und ich glaube, der Umgang heute mit Musik in meinen Filmen habe ich Eşkıya zu verdanken. Also so, ohne Eşkıya never ever ein gegen die Wand. So, weißt du? Und es ist halt ein Gangsterfilm und ich bin auch sehr froh und sehr stolz, dass das dann hier auch in der Retrospektive, in der Carte Blanche läuft. Total. Und du hast nicht nur eben inhaltlich Dinge rausgenommen, sondern neben Şener Jen, der großartig ist, Ugo Yücel,
Genau, ich habe 2 oder 3 Filme mit Uri Jell gemacht, also New York, I Love You, Soul Kitchen und jetzt in Rheingold. Und der spielt sozusagen den Sohn, den Ziehsohn in Eschkia. Hast du ihn dort entdeckt? Ich habe Uri Jell zum ersten Mal in Eschkia gesehen, ja, ja. Super. Ja, ja, doch, auf jeden Fall. Und heute sind Uri Jell und ich so und er ist halt so ein Mythos, er ist so eine Legende, so, ne? Er ist so ein hervorragender Schauspieler, aber ich bin glücklich, so ihn als Freund zu haben. So. Du hast das nochmal bei einem anderen Film hier, den du hier zeigst, von Jacques Audiard, Ein Prophet. Da ist die Hauptfigur Taha Rahim. Auch mit ihm hast du dann hinterher gedreht. Und das war seine erste große Rolle, sein großer Durchbruch. Und er trägt diesen Film komplett. Er ist als Moslem im Knast und dort herrschen die korsischen Gangster. Und er wird dort so ein bisschen zum Spitzel umfunktioniert. Dieser Film ist ein Meisterwerk, finde ich. Ich glaube, du auch. Aber auch dieses Ding, Taha Rahim dort zu entdecken und dann für deinen Werk zu verwenden und zum Freund werden zu lassen, das ist schon auch was, so guckst du auch Filme, ne? Ja, also als ich den Film von Jacques Audiard gesehen habe, Ein Prophet, das war, ja, wenn ich so 10 Filme mitnehmen müsste, wo ich sagen würde, okay, was sind so die 10 besten Filme ever, da gehört Ein Prophet dazu, so auf jeden Fall. Ich mag alle Filme von Jacques Audiard und das Tolle an Jacques Audiard ist ja auch, dass er immer irgendwie auch Genrefilme macht, so, also ob das jetzt der Geschmack von Rost und Knochen ist ja irgendwie so ein halber Martial Arts Street Fighter Film irgendwie auch, ne? Ob das nun Deep Hun ist, ne, ist ja auch nochmal eine ganz andere Sorte Gangsterfilm, so, aber eben der Film als Knastfilm, so am besten man guckt ihn auch hintereinander weg mit Blood In Blood Out, weil der auch viel in Gefängnissen spielt, so also so diese Mafia-Strukturen und der Held eben mit so einem islamischen Hintergrund, so mit so einem muslimischen Hintergrund und gar nicht mit so einer Michelle Holbeck-Haltung mit oh, die bösen Moslems, die unser Frankreich kaputt machen, sondern das durchaus als Bereicherung feiern, so ja, dann sind unsere Gangster eben Moslems und so und die wissen wenigstens, wie es geht und sowas. So, dass diese Haltung von Jacques Audiard finde ich großartig und Tahars Performance ist halt atemberaubend, die Kamera liebt ihn. Und als ich dann The Cut als Co-Produktion gemacht habe, also The Cut war sehr teuer, so ich brauchte Geld aus Frankreich und die Bedingung war, ich muss einen Schauspieler aus Frankreich nehmen. So, da dachte ich, ey, ich mache das mit Taha Rahim. So, ne? Das ist für mich kein Kompromiss, sondern so, das ist für mich die Möglichkeit, mit einem meiner Lieblingsschauspieler zu arbeiten. Und ja, wir sind Freunde geworden und wir werden mit Sicherheit auch nochmal arbeiten, Taha und ich. Da freuen wir uns sehr drauf, auf jeden Fall. Mafia hast du auch gerade erwähnt, Gangsterfilme sind oft auch Mafiafilme und du hast einen der wirklich umwerfendsten, weil kältesten und realistischsten, in Anführungszeichen, Mafiafilme ausgewählt, nämlich Gomorra von Matteo Garrone. Das ist ein Film, wo man halt wirklich die Armut der Menschen erlebt, die soziale Ungerechtigkeit und wie sie in diese Gangstermilieus hineinrutschen, von klein auf bis groß. Das ist ein Film, der einen wirklich lange dann noch beschäftigt. Ging dir wahrscheinlich auch so. Also es gibt so einen Spruch, den Emil Kusturica mir, glaube ich, mal gesagt hat. Der geht ungefähr so. Der hat gesagt, wann immer du einen Moment in einem Film siehst, den du vorher noch nie gesehen hast, egal was der Rest im Film macht, dann ist das ein guter Film. Das ist so, das ist von Kusturica, das ist nicht von mir. So, ne? Und wenn der Film beginnt und du hast diese Schießerei in diesem Sonnenstudio, das habe ich noch nie gesehen. Ich habe noch nie eine Schießerei in einem Sonnenstudio gesehen, verdammt. Weißt du, also, ne? Auch so, wie es gefilmt ist. Und ich hatte eigentlich, der Film ist voll mit Momenten, die ich noch nie gesehen habe. Das macht den Film nicht nur einfach zu einem guten Film, sondern es macht ihn zu einem überragenden Film. Da gibt es noch eine Szene, da sind so 2 Jugendliche und die finden so ein Waffendepot. Mit lauter Maschinenpistolen. Und dann nehmen sie diese Maschinenpistolen und ballern damit rum in so einem Fluss oder Strand. Oder Baggersee ist es. Baggersee. Ja. Ne, in so einem Baggersee. Und dann hast du so, damit deren Klamotten nicht nass sind, sind sie halt nur so in Unterhosen. Ganz dünne Jungs. So sehen halt aus wie Spaghettis, die beiden. So, und haben dann diese riesen Kalaschnikows in der Hand und ballern damit rum. Ich habe das noch nie gesehen. Also diese Bilder, ich habe das noch nie. Und wenn man das sieht, so, das ist so visuelle Kommunikation. So, das ist so Kino. Und deswegen ist Gomorra halt auch dabei. Ja. So super. Ganz interessant ist, Matteo Garrone
ist ja der Gegenentwurf zu Paolo Sorrentino. So, ich finde, es gibt so diese, vielleicht die drei großen italienischen Filmemacherinnen sind Alice Rohrwacher, Paolo Sorrentino und Matteo Garrone. Und gerade bei Garrone und Sorrentino ist interessant, Sorrentino ist aus den Straßen von Neapel, war Waisenkind, so, also wirklich so from the street. Und er macht so Filme über das italienische Bildungsbürgertum, über die intellektuelle Elite, so in so eine Kunstwelt. Und Garrone, der aus dem Bildungsbürgertum kommt, seine Eltern sind beides Akademiker und Künstler und er ist Römer, er macht Straßenfilme. So, also wie Beatles und Rolling Stones. Also es ist genauso entgegengesetzt. Und das finde ich, also Garrone ist für mich der Beweis, man muss nicht unbedingt von der Straße sein, um so perfekte Straßenfilme zu machen. So ist ja nicht der einzige Straßenfilm, den er gemacht hat. Dogman ist ja auch ein hervorragender Film von Garrone. Ja. Ich finde das ganz faszinierend, was für eine Bandbreite das auch ist. Und obwohl du hier quasi ja nur ein Genre hast, hat man das Gefühl, das ist viel mehr als nur ein Genre. Das ist ja auch was dich selber antreibt. Ich glaube, nichts ist für dich langweiliger, als dasselbe Genre gleich nochmal zu machen, oder? Ja, das ist langweilig. Ja, manchmal ist das auch okay. Also manchmal ist das okay, dass wenn ich das Gefühl habe, ich habe Fehler, offensichtliche Fehler in dem und dem Film gemacht, in der und der Sequenz gemacht und ich habe die Möglichkeit, das nochmal besser zu machen, so im selben Genre, dann mache ich das halt auch. So von wegen so, hey, Moment, können wir das kurz... So, also es ist ja immer ein Film, den man am Ende doch macht und das ist dann so wie eine Neuauflage, wie von neuer Auflage von einem Buch oder sowas. Mhm. Also die Möglichkeit habe ich dann. Dann würde ich vielleicht mal ein Genre wiederholen. So, ne? Oder ich habe gewisse Sachen nicht zu Ende erzählt. Aber es gibt Sachen, die liegen mir mehr und so, Rheingold ist halt ein Film geworden, der mir sehr nahe liegt. Das habe ich ein bisschen vergessen, dass das so ist. So, der erste Film, den ich gemacht habe, war ein Gangsterfilm, Kurz und schmerzlos. Ich habe seitdem das nicht mehr gemacht. So, ich dachte, ich habe es einmal gemacht, es reicht. Und dann habe ich die Möglichkeit gehabt und habe die Entscheidung getroffen, Rheingold eben zu machen und habe dann gemerkt, okay, ich habe doch einen Zugang zu dieser Welt. So, vielleicht durch die Liebe zu diesem Film, vielleicht aber ist da auch noch was anderes. Aber ich selbst bin kein Gangster, überhaupt nicht. Ja. Gar nicht. Also so, wenn überhaupt ein Kulturgangster. So, also. Das ist cool. Wir haben noch einen letzten Film, den du ausgewählt hast, der aus dem asiatischen Raum kommt. Was ich wieder interessant finde, dass dann doch noch, auch wenn es nicht Bruce Lee ist, zumindest Hongkong in der Co-Produktion, aber aus Südkorea, The Yellow Sea, Wang He von Hong Jin-na. Das ist ein Film, der auch wieder in sehr armen Verhältnissen angesiedelt ist. Ein Taxifahrer, der aufgrund seiner Schulden in China einen Mord begehen muss. Und was ich spannend finde, ist, dass auch bei vielen dieser Filme, die du ausgewählt hast, so eine Art politische, historische Einordnung oft passiert. Also da ist eine Off-Erzählstimme, die erstmal erklärt, wie ist da das Verhältnis, das in diesem koreanischen Teil so eine Minderheit ist und die dann oft versucht, da irgendwie wieder ein Visum zu kriegen und rüberzukommen. Ist das was dich auch interessiert, dass da so eine tiefere Ebene, eine politische Ebene noch dahinter steckt? Also als ich Yellow Sea zum ersten Mal gesehen habe und es begann dann mit dieser Minderheitenerklärung, ne, das war dann, da hat der Film mich sofort gehuckt. Da hat der Film sofort so eine Identifikation mit mir geschaffen. Und ich hatte damals, ich hatte vorher schon von dem Regisseur Chaser gesehen und später danach halt auch The Wailing. So, und das sind somit die besten koreanischen Filme. Und er ist halt auch so der, für mich so irgendwie, für mich persönlich der wichtigste koreanische Filmemacher, weil seine Filmsprache einfach so für mich immer so ein Wegweiser ist. Ich hatte gerade an Aus dem Nichts gearbeitet, als ich Yellow Sea zum ersten Mal gesehen habe. Und ich habe mich gefragt, was für ein Film aus dem Nichts wird. Also so NSU-Morde verarbeiten, ein Film mit Diane Krüger. Wie mache ich das jetzt? Mache ich das jetzt so alles mit langen Einstellungen? So mache ich das jetzt so als so Kunstfilm? So, aber es ist doch irgendwie auch, der Film geht durch mehrere Genres aus dem Nichts jetzt. Ne? Und ich war mir einfach nicht sicher, so, was für eine Bildsprache die richtige ist. Und als ich dann Yellow Sea gesehen habe, zufällig, so, war ich so erstmal begeistert von dem Film, aber die Filmsprache hatte sowas total Befreiendes für mich. Ich dachte, so mache ich aus dem Nichts. So, das ist es. Ich mache es als Thriller. Ich mache aus dem Nichts wie einen verdammten koreanischen Thriller.
So, ne, um diesen ganzen politischen Aufgeladenen von aus dem Nichts etwas eben entgegenzusetzen. So, deswegen bin ich sehr dankbar für alle seine Bildsprachen. So, ne? Also ich liebe auch Bong Joon-ho und Park Chang-wook natürlich, aber Na ist für mich so, na gut, Park Chang-wook ist halt auch ein Soul Brother irgendwie, so, aber Na ist so, wie er die Kamera positioniert, da lerne ich sehr viel von. Ich finde das so faszinierend, dir zuzuhören, wie du übers Kino sprichst und wie man merkt, dass du deine Inspiration daraus ziehst. Das ist richtig toll. Also da sieht man auch Filme mit anderen Augen, auch wenn man die Videobotschaften zum Beispiel vorher gehört hat. Bevor Sie gleich Fragen stellen können, du hast natürlich auch heute einen Film ausgewählt aus deinem eigenen Werk. Und da fand ich ganz spannend, dass du dich für den Goldenen Handschuh entschieden hast. Einen vielleicht deiner kontroversesten Filme, einen Film, den du gemacht hast, der vielleicht auch ein bisschen, wenn du gewartet hättest, wärst du nach Hollywood gekommen nach den großen Erfolgen, dann machst du diesen Horrorfilm, wo man heute, wenn man gerade German Crime Story zum Beispiel sieht, sich fragt, darf man das überhaupt noch? Du hast diesen Film jetzt für heute Abend ausgewählt. Erzähl uns, warum. Ja, ist ja auch ein Gangsterfilm, so Sexgangster. So, ne? So Frauenmörder in Hamburg, Fritz Honka. Ja, also ich finde, von all meinen Filmen, jetzt auch wenn jetzt der Goldene Handschuh jetzt nicht 1:1 ein Gangsterfilm ist, ich habe ja auch nur 2 gemacht, ne, und Rheingold lief ja auch gerade im Kino, aber von all meinen Filmen finde ich, dass doch vom Handwerk doch der vollendetste, so, also zu dem Zeitpunkt, so, wo die Kamera steht und was die Kamera macht und wie sie was macht und wie sie den Horror einfängt, das mag ich bei Handschuh ganz gerne. Und wenn du mal auch genau guckst, so, wenn du das jetzt so mit Kurz und Schmerzlos vergleichst, bei Kurz und Schmerzlos, mein ersten Film, der ein Gangsterfilm ist, da gibt es so 2 Stadtteile, die den Film eigentlich so prägen, als Hamburg-Film. Das ist Altona, wo ich lebe, und St. Pauli. Und bei Kurz und Schmerzlos ist es so, dass die Protagonisten alle aus Altona kommen. Und sie legen sich mit den Antagonisten, mit den Gangstern auf St. Pauli an. So, und hier ist das so, bei der Goldenen Handschuh, der Protagonist, der ja auch gleichzeitig der Antagonist ist, lebt eben in Altona und verkehrt eben in dieser Kneipe auf St. Pauli. Also die beiden Stadtteile sind eigentlich so meine Heimat sozusagen. So, ne? Und das passiert da halt alles in meinen Straßen, zu meiner Kindheit. So, man kannte den, es war so ein Bürgerschreck, dieser Honka, ne? Also auch bevor er die Morde begangen hat, bevor er in der Zeitung stand, war, als ich meinen Vater ihn gefragt habe, ja, kanntest du den? Ja, ich war mit dir in der Straßenbahn. So, ne? Weil der Typ war so hässlich, so, also so, weißt du, dass man hat den eben nicht vergessen. So, ne? Und wenn ich die Zeit gehabt hätte, glaube ich, bei Rheingold, ich hatte die Zeit nicht. Rheingold war ein Film, der musste ganz schnell gemacht werden. Und das war so ein Film, da konnte ich nicht viel überlegen, wie positioniere ich die Kamera. Aber manchmal mache ich so ein Gedankenspiel, denke, wenn man Rheingold so gefilmt hätte wie der Goldene Handschuh, ich glaube, das wäre ein Film gewesen, mit dem ich mehr zufrieden wäre. So, auf jeden Fall. Und was ich schon mal noch dazu sagen kann, fast jede dieser Figuren, die in diesem goldenen Handschuh in der Kneipe dann sitzt, ist so großartig zum einen gecastet und gespielt. Die Frauenfiguren, Wahnsinn, die haben auch fast alle Preise gewonnen. Und Haag Boom, mit dem dich ein sehr enges Verhältnis verbindet, das vielleicht noch als Überleitung, du planst quasi autobiografisch von Haag Boom deinen nächsten Film namens Amrum. Magst du uns da schon einen kleinen Teaser geben? Ja, es sollte eigentlich ein Film von Haag sein, weil es basiert auf seinem Drehbuch und es ist halt hat so einen biografischen Bezug. Es geht um so einen 10-jährigen Jungen in der letzten Woche des Zweiten Weltkriegs, also zwischen Hitlers Tod und der Kapitulation Deutschlands am 8. Mai. Und dieser Junge ernährt seine Familie auf Amrum. So, ne? Das ist so, der Vater ist im Krieg, die Mutter ist schwanger und er tauscht halt Lebensmittel, um andere Lebensmittel zu bekommen, um seine mehrköpfige Familie zu ernähren. Und er ist 10. Und das hat Haag halt gemacht. So, und dann auch dann rausgefunden, dass seine Eltern Nazis waren. So, und ich habe ihn ermutigt, das zu machen. Und ich wollte es produzieren und er sollte es drehen.
So, und dann, wie soll ich sagen? Sagen wir mal, die Zeit, die Lebenszeit kommt uns allen in die Quere. Und Haag hat mich dann gefragt, ob ich die Regie für ihn mache. Und erst wollte ich das nicht, weil das nicht meine Geschichte ist. Ich sage, Haag, wo sind die Gangster? Wo sind die Kanaken? Weißt du, so. Ne? Aber ich dachte, vielleicht mache ich es als Projekt. So, ne? Weil es auch wieder etwas ist, was ich nie gemacht habe. Und ich bewundere so manchmal so Sachen wie Wim Wenders, den letzten Film von Antonioni, der so ein bisschen Hebamme für den Film war, oder wie P.T. Anderson Hebamme war für Robert Altmans letzten Film. Und ich bin dann halt so, okay, welche Knöpfe muss ich in mir selber drehen, um einen Haag-Film, einen Haag-Bohm-Film aus mir rauszupressen. Und Haag ist letztendlich auch einer der Gründe, weswegen ich Filme mache in Deutschland. Also so, ich habe Yasemin gesehen mit 14, 15 im Religionsunterricht, wo ich später Drehbücher geschrieben habe. So, und Yasemin wurde bei mir in der Nachbarschaft gedreht. Es wurde auch in Altona gedreht. Und Yasemin war für mich der Beweis oder die Ermutigung, ey, ich könnte Filme in meiner Nachbarschaft drehen, so wie Haag Bohm das gemacht hat. Und ich kann es besser machen. So habe ich damals gedacht. So, ne? Heute denke ich nicht so, aber damals als sehr junger Mensch habe ich das gedacht. So, ne? Weil ich musste den Film auch gucken im Unterricht. Und Haag wurde dann halt so quasi mein Mentor und Meister an der Filmschule. Und jetzt machen wir das gemeinsam und das ist halt ein sehr schönes Projekt, das zu machen. Da schließt sich ein wunderbarer Kreis und wir freuen uns sehr drauf. Und wir haben Zeit für 3 Fragen. Ich weiß, das ist jetzt fies. Aber die Kollegen haben Mikros. Wir haben einmal hier vorne und einmal da, sehe ich. Und eine dritte Frage dann. Andreas und Björn, kommt ihr? Ihr hattet das Mikro. Komm, wir machen 5 Fragen daraus. Genau, einmal Margot. Komm, ich bin aus Hamburg. Wir machen 5 Fragen. Genau. 5 Stück. Wir machen 5, okay. Aber erst der Kollege da hinten, bitte. Ja. Hallo? Ja. Ich bin der Ajan aus Frankfurt, seit 47 Jahren. Ich bin mit 7 Jahren nach Frankfurt gekommen, habe meine Eltern hier kennengelernt quasi. Und ich möchte von dir persönlich wissen, Akin, Fatih, würdest du auch mal in Zukunft Filme über Familie Gensch, was Söhlingen, Mölln betrifft, oder im neuesten Falle natürlich bei uns nebenan in Hanau, was da alles passiert ist, alles nochmal zu aktualisieren, für Gedankenspiel und ja, für die Zukunft eigentlich. Weil wir haben wirklich als Türke, obwohl wir eingeladen worden sind in den 60er Jahren, werden wir aber nicht so gesehen. Wir sind mittlerweile dritte, vierte Generation. Wir sind zu Hause, fühlen uns auch heimisch. Aber trotzdem, irgendwo sind wir doch nicht willkommen. Und das sieht man ja. Das erlebt man immer wieder. Würdest du dann irgendwann mal, wenn dir mal Spaß machen würde, mal einen Film über Familie Gensch oder Frau Gensch oder, wie gesagt, Mölln, Solingen oder in Hanau im Neuesten, einen Film darüber reden? Und meine zweite Frage wäre, was ist für dich Heimat? Wir haben ja nur so wenig Zeit, deswegen machen wir die eine. Okay, Dankeschön. Vielleicht, ich weiß es nicht. Also so, das es ist immer, ich arbeite immer an 10 Sachen gleichzeitig und dann denke ich immer, oh Mann, wer hat denn an der Uhr gedreht? Ne? Schon wieder 10 Jahre um und so. Und ich habe dann immer viele Pläne, das zu machen oder dies zu machen und Atatürk, Marlene Dietrich sind alles Geschichten. Alles. Und es gibt so eine Filmemacherin aus Köln und ich weiß, dass sie sich mit Hanau beschäftigt und sie ist eine Freundin, Esra Pool, und sie ist eine hervorragende junge Filmemacherin und ich würde sie gerne unterstützen, so dass sie das macht und allein schon, dass wenn sie den Film hat, dass ich ein Kinoticket kaufe und das mir angucke. So, ne? Aber so Esra Pool macht einen Film, glaube ich, über Hanau auf jeden Fall und wer weiß, was die Zukunft bringt. So, ich muss erstmal die Sachen machen, die ich mache. Danke dir. Dann Margot Müller von unserem Freundeskreis. Als erstes, das ist keine Frage, sondern eine Bitte. Die Skripts, die Sie in Ihrem Religionsunterricht gemacht haben, ich hoffe, die landen hier im Deutschen Filmmuseum.
Ich glaube, die habe ich nicht mehr. Ich glaube, das hat, also die Mama hat sie aufgehoben. Vielleicht doch ein bisschen suchen. Man müsste sehr lange suchen. Um ja. Also das wäre die eine Bitte. Vielen Dank an den Urs, dass der Urs mit Ihnen im Gespräch diese Atmosphäre geschaffen hat, dass Sie so frei, wie ich es selten erlebt habe in einem Künstlergespräch, so spontan, emotional und gänzlich unvorbereitet auf die Fragen eingegangen sind. Ganz herzlichen Dank dafür. Dankeschön. Dankeschön. Und ein kurzes Statement bitte für mich dafür, was mich umtreibt. Ist es Mut, ist es Wut oder Provokation, warum Sie speziell in dem Film, den wir nachher sehen, Dinge so deutlich in dieser Brutalität zeigen, die schwer erträglich ist? Also, was mich dazu bringt, einen Film zu machen, das weiß ich eigentlich immer nie so genau. Das ist etwas Irrationales. Also so ein gewisser Magnetismus, was mich dann anlockt. Also es gibt so, ich meine, ich bin halt auch ein großer Horrorfan, muss ich dazu sagen. Und Horrorfilm war ja immer irgendwie erfolgreich auch. Und gibt jetzt auch wieder so eine Welle von Horrorfilmen, gerade so Kunsthorrorfilme, so Zeugs, was so Ari Aster macht und sowas. So, ich weiß, dass der goldene Handschuh in Amerika in allen Horror-Fanseiten immer so als einer der 10 besten Filme des Jahres mit gedeutet wurde. Und er wurde vor allem, so, es gibt so einen Typen, der heißt John Waters, so ein Filmemacher, der Typ, der Cry Baby gemacht hat, der hat auch Bücher geschrieben. Und John Waters macht jedes Jahr immer so eine sehr umstrittene Liste von seinen Lieblingsfilmen des Jahres. Und da war dann der goldene Handschuh auch dabei. Und ich war so stolz, dass so John Waters, so eine Ikone meiner Jugend, den Film so mitgefeiert hat. Und ich meine, das eine ist der Magnetismus und das eine war natürlich die Faszination zur literarischen Vorlage von Heinz Strunk, die mich sehr an Bukowski erinnert hat und den ich halt auch viel gelesen habe. Aber es war auch, es gibt so Filmemacher, die ich bewundere, dazu gehört Gaspar Noé zum Beispiel. Dazu gehören bestimmte Sachen von Haneke. So, und Funny Games? Funny Games unter anderem natürlich auch. So, ne? Und das gibt diesen Film, diesen österreichischen Film Angst. So, ne? Das sind so Filme, oder Henry, Portrait of a Serial Killer. So, ich habe mich immer gefragt, habe ich den Mut, das zu machen? Ja. Kann ich so weit gehen? Weil ich bin sehr prüde aufgewachsen. So, weil ich komme aus dem islamischen Haus und so, und das so Sexualität und Freisein und so, das war immer so sehr nicht gerne gesehen, sagen wir mal so. Und auch wenn man meine Filme guckt, da spielt Sex nicht so eine große Rolle und Nacktheit spielt nicht so eine große Rolle. So, und es war so, ich musste mich selbst testen, ey, kann ich das? Wie, das war, also der goldene Handschuh zu machen, war auch ein bisschen wie eine sportliche Herausforderung, wenn das Ganze auch Sport ist, so ein bisschen. Danke dir. Hier an der Seite ist die nächste Frage. Hi, erstmal cool, dass du da bist und war auch voll nice, so eurem Gesprächsfluss zu folgen und auch irgendwie nice, so mit den ganzen Leuten so versammelt, diese Veranstaltung. Jedenfalls war meine Frage, und ich versuche sie gerade gescheit zu formulieren, du hast vorhin erwähnt, dass dir diese Inspiration oder diese Identifikation auch mit anderen RegisseurInnen, die ähnlichen Background haben, wichtig war. Und da wollte ich fragen, so inwiefern und wie das dich geprägt hat und was du sonst irgendwie dazu zu sagen hast. Ich bin mehr connected denn natürlich ein bisschen, also so durch Hintergrund. Also guck mal, jetzt gerade bei Scorsese, das ist natürlich so ein besonderes Beispiel und der hat halt auch so eine Mentorfunktion. Wenn man mal guckt, das Vorbild von Scorsese, also so, guck mal, ich hatte einen Vater, ne? So, mein Vater war der beste Typ. So, ne? So, mein Vater war der beste Vater. Den Baba halt, ne? Mein Baba, aber er war so for real, so, ne? So, okay. Aber ich habe auch noch einen anderen Vater, einen Kinovater, so einen filmischen Vater. Und das ist halt Scorsese. Ja, sehe ich auf jeden Fall. Und wenn du jetzt mal guckst, und das ist jetzt interessant, der hat das auch gehabt. Scorsese hat auch einen cinematografischen Vater. Okay. Und das war Elia Kazan.
Elia Kazan ist der Typ, der Amerika gedreht hat, die Faust im Nacken gedreht hat und so. Und jetzt kommt's. Elia Kazan ist in Istanbul geboren. Es gibt Aufnahmen von Elia Kazan, da besucht Elia Kazan Yılmaz Güney im Gefängnis. Nee, die Aufnahmen sind nicht im Gefängnis. Er hat ihn im Gefängnis besucht, darüber hat er geschrieben in der New York Times. Aber er hat ihn besucht bei den Dreharbeiten von Yılmaz Güney's letzten Film im Exil, Le Mur, die Mauer in Paris, 1984. Und in dem Footage siehst du, wie Elia Kazan, das Vorbild von Scorsese, mit Yılmaz Güney Türkisch redet. Die reden Türkisch. Das heißt, als ich jetzt gesehen habe, dachte ich, okay, wenn Scorsese mein Vater ist, dann ist Kazan mein Opa, verdammt nochmal. Und er spricht Türkisch und er ist aus Istanbul, ja. Weißt du so? Wie toll. Letzte Chance. Gibt es noch Fragen? Ja, ganz an der Seite, Björn. Sorry, dass ich mit dem Rückenzeug saß. So. Ja, das dachte ich auch die ganze Zeit. Sorry, Mann. Ich bin extra hierher gekommen, um zu sagen, du, Fatih Akin Merhaba. Mein Name ist Yusuf Türk aus Frankfurt. Also ich muss dir erstmal ganz ehrlich sagen, ich will keine Speichelei machen, aber deine Filme, du als Türke, stellst die Filme so dar, wie wir eigentlich Türken sind. Und die Deutschen lachen darüber, weil wir uns halt immer wieder darin selber sehen, wie realistisch du das machst. Finde ich ganz klasse. Also ob da ein Grieche ist oder deine Freunde oder der Cengiz. Wir sind ja mit diesen Cengiz von Bruce Lee alle groß geworden. Wenn wir rausgegangen sind aus den Kinos, haben wir das nachgemacht. Also, grüß mal Cengiz von mir. Richtig, wir haben alle so ein Cengiz im Umfeld. Aber meine Frage, wenn du so einen Film aussuchst oder eine Story, wie kommst du auf die Geschichte? Also wie suchst du dir deine Filme aus? Weil wir haben ja hier in Frankfurt auch einige spektakuläre Fälle, schillernde Figuren. Wie kann man dich damit begeistern? So. Ja, guck mal, was du sagst, ne? Also das ist so ein bisschen wie verkuppeln. Weißt du, also wenn ich mich entscheide, einen Film zu machen, dann ist das Gefühl, was den eigentlich am nächsten kommt, ist, sich zu verlieben. Das kommt der Sache so am nächsten, glaube ich. Also so, du siehst jetzt in meinem Fall, weil ich hetero bin, du siehst halt irgendwie so eine attraktive Frau oder so, weißt du? Und ich verliebe mich in diese Person. Aber ich weiß gar nicht, warum. Keine Ahnung. Ist völlig irrational. Hat vielleicht irgendwie mit meiner Erziehung zu tun, hat mit meinem Unterbewusstsein zu tun, was auch immer. Aber und wenn ich einen Film mache, das Gefühl, wenn ich jetzt so der goldene Handschuh zum Beispiel lese, ihr alle mögt davon abgeturnt sein, ich lese das und ich verliebe mich in den Stoff wie in die Lady, von der ich gerade gesprochen habe. Weißt du, so, na, sie kann mir das Herz brechen, der Film kann floppen, alle treten rauf, dann hat sie mir das Herz gebrochen. So, weißt du, aber es ist wirklich wie verliebt. Wenn du mir jetzt sagst, ey, wir haben hier auch schöne Mädchen, willst du nicht mit der... Weißt du so, dann ist das so, wie meine Eltern das früher machen wollten mit irgendwelchen Nachbarinnen. Und ich will das nicht, weißt du so, ne? Ich will mein eigenes Ding suchen, weißt du so. Ich setze mich so, dann sehe ich mich besser. Das ist fast schon ein wunderbares Schlusswort, aber ich möchte noch sagen, Fatih ist tatsächlich netterweise bereit, auch gleich noch ein bisschen zu signieren, wir werden das hier gleich vorne aufbauen. Es gibt mehrere Bücher, die wir hier haben, Fatih Akin, Transkulturelle Visionen, die Filme Fatih Akins und deutsch-türkisches Kino, die sind sowohl hier als auch da vorne. Das kenne ich gar nicht, das die anderen beiden kennen ich, das kenne ich ja, war aber gerne, kleine Überraschung. Außerdem haben wir natürlich ein paar DVDs noch da, aus dem Nichts, Chick, der goldene Handschuh und gegen die Wand, gibt es da drüben auch an der Kasse. Und wenn Ihnen das alles zu viel ist, wir haben sogar noch ein paar so Set-Fotos oder Stills aus den Filmen, so Aushangfotos von Rheingold und goldenen Handschuh, die liegen dann auch hier an diesem Tisch und da vorne, glaube ich, aus. Also wenn Sie möchten, das können Sie gleich tun. Fatih ist netterweise bereit, da so 20 Minuten für uns zu investieren. Und an dieser Stelle wirklich, es ist so großartig gewesen, Ellen hat es vorhin gesagt, 2019 war das letzte Mal hier so voll, hier in diesem Raum, in diesem Haus. Es ist toll, dass Sie da waren und ein Riesenapplaus. Fatih Akin, vielen herzlichen Dank. Vielen Dank. Mein Lieber. Dankeschön.
Dankeschön. Dankeschön. Vielen Dank. Wir sehen uns wieder bei der Carte Blanche mit diesmal Horrorfilme. Jawohl.